So, da sind wir wieder. Wir hatten euch in der letzten Folge versprochen, dass wir unsere Ausbildung machen und es dann weitergeht. Allerdings haben wir das nicht geschafft. Da ist nämlich was Lustiges dazwischen gekommen. Brause hat einen interessanten Bug. Und zwar steht für ihn die Burg hier ungefähr 50 Meter weiter im Süden. Also so, dass ungefähr das Eingangstor da steht, wo das Ausgangstor ist. Also in die Richtung alles verschoben. Während ich hier jetzt vor dem Tor stehe und nicht weiterlaufen kann, kann Brause einfach da durchlaufen aus meiner Perspektive. Brause, lauf mal einfach dahin. Aber ich komme eben nicht in die Burg, sondern die Burg kommt langsam näher. Genau, also für dich kommst du jetzt nicht in die Burg, weil für dich die Burg natürlich ganz woanders steht. Und renne jetzt bis zum Burgtor vor. Ja, Dann warte mal, bleibe ich da. ich sehe dich nicht mehr, weil ich muss hier warten, dass sich der Torzyklus einmal durchläuft. So, da. Moin, Leichensani. Du bist jetzt schon hier durch, ne? Jo. So. Da. Und du stehst jetzt aus deiner Perspektive wo? Direkt vorm Tor. Vorm Tor, dem Eingang quasi. Und dann, wenn ich jetzt hier durch, also ich kann hier einfach durch das Tor Du durchlaufen. bist einfach durchgelaufen. Aha. Wir haben jetzt alle schon mehrfach eingeloggt, ausgeloggt, um das Problem irgendwie zu beheben. Hat allerdings nicht geholfen. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Müsste man vielleicht nochmal verifizieren, deine Dateien auf der Platte oder so. Vielleicht liegt es daran. Machen wir jetzt aber gar nicht. Es ist nur ein bisschen doof, weil Brause kann nicht zu seinem Ausbilder hin, denn der Ausbilder steht für ihn. Ich nehme mal an, warte, der ist da oben. Das heißt, der müsste für dich irgendwo hier stehen. Stehe ich jetzt quasi direkt vor deinem Ausbilder bei dir auf dem Bildschirm? Ja, direkt. Oh, jetzt bin ich etwas zu weit. Ja, du, für mich bist du gerade in der Burgmauer verschwunden. Also, hier, ich stehe jetzt hier quasi Ja. am Ausbilder. Und das ist natürlich jetzt die Sache, wenn du den anklickst, dann bist du zwar auf deinem Rechner, direkt vor ihm. Auf dem Server stehst du aber halt 15 Meter weiter unten. Das heißt, du Ja. kannst gar nicht mit ihm reden. Ja, er sagt mir, Dane ist zu weit entfernt. Ja. Und daher schließen wir auch, dass das ein Fehler bei Brause ist und nicht etwa bei mir, weil ich kann hochgehen und mit meinem Ausbilder reden. Dann sollten wir mal Das heißt. zur anderen Seite aus der Burg rausgehen. Ja, wenn wir zur anderen Seite rausgehen, dann sind da ja erst recht keine Ausbilder. Naja, klar, Logo. Also mit den Ausbildern, das kriegen wir jetzt nicht so nicht geregelt mehr. Nicht hier. Das heißt, wir porten jetzt nach Egir. Da sind, glaube ich, auch Ausbilder. Kannst du denn zu dem Teleporter-Menschen laufen? Weil die ganzen Glaub NPCs und ich die lauf dir Spieler, einfach. die stehen da, wo sie wirklich stehen. Ich lauf dir einfach hinterher. Hier, den Storgoti Artuex, den siehst du. Ja, den kann ich ansprechen. Genau, dann lass uns mal nach City of Egehaben teleportieren. Was für ein Ding? Das ist, Egerham. genau, das ist das vierte hervorgehobene Ding. Bin mal gespannt, wo ich da lande. Ja, gerade funktionierte es ja noch. Also in der letzten Folge funktionierte es hier ja noch. Ich glaube nicht, dass jetzt komplett bei dir alles verschoben ist. Ne, hier sieht alles ganz normal aus, ne? Ja. Okay. Ich könnte jetzt so einen Scherz machen, wie hier hingehen und sagen: Komm, Brause, lass uns die Treppe hochgehen. Und Brause sagt: Was für eine Treppe? Ey, Brause, siehst du denn hier die Treppe nicht? Nein, meine Treppe ist da drüben. Ach, Brause, ist das hier auch kaputt? Aber das mache ich jetzt nicht. Das wäre böse. Suchen wir einfach die Ausbilder. Ich wusste auch schon mal, wo die waren. Da ist meiner Skaldentrainer, war hier und dein, war der nicht da hinten irgendwo? Hier war der, glaube ich. Schamanentrainer, da. Ah ja. So, und jetzt machen wir wirklich nochmal eine kleine Zwischenpause. Ich schneide das jetzt einfach raus mit dem Ausbilden und dann geht's weiter, wenn wir fertig sind. Bis gleich. Ja, hallihallo, meine lieben Freunde. Moin Brause, da sind wir wieder.
Hallo. Es hat jetzt leider etwas länger gedauert als die kurze Pause, um das lustige Problem, was wir da hatten, zu beseitigen. Für mich ist das jetzt ein paar Tage her, aber ich will das so schneiden, dass das eine Folge ist. Wir hatten ja die Geschichte, dass das Keep by Browser völlig falsch steht. Und das konnten wir nicht mal eben so durch Relocken oder sowas fixen. Das heißt, da mussten wir dann ein bisschen gucken, mussten neu installieren und so weiter und so fort. Deswegen sind wir jetzt ein paar Tage weiter schon. Haben aber alle Probleme gelöst und gehen jetzt unsere Queste an. Das ist dann die, die uns hoffentlich jede Menge XP und vielleicht noch irgendwie ein schönes Belohnungsstück gibt. Und ich habe mir extra die Questbeschreibung ausgedruckt. Bin also top vorbereitet für euch. Und Ota Ürling, diese Koboldine, die ist diejenige, die uns weiterbringen soll. Komm, ich protecte dich mal, Bronze. Nur damit alles hier seine Richtigkeit hat. Den nehme ich mal runter, weil der manchmal Probleme macht. So, das ist doch erstmal schön. Dann klick noch mal die Dame an. Und sie will uns was von ihren ancestralen Geheimnissen erzählen. Au. Ja, das interessiert uns, sagen wir mal. Und jetzt... wenn man sie noch mal anklickt, geh in den Krater von Ymir, finde den ancestralen Guardian... Irgendwo bei dem Kristall und bring ihn um, dann komm zurück zu mir. Das ist ja einfach. Was steht in der Questbeschreibung? Das ist hier, was ich hier mir ausgedruckt habe, ist mehr so ein Reisebericht als eine Questbeschreibung. Ist auch egal, wir machen einfach mal unser Journal auf. Da steht ja, was wir machen müssen. Also zum Krater von Ymir. Kann ja nicht so schwer sein. Es reichte, wenn du das angenommen hast, ne? Glaube ich, ne? Weil nee, nee, du musst die auch annehmen. Ich hab's bei mir drin im Quest-Journal. Dann hast du sie doch angenommen. So, wo war jetzt dieser Krater? Ich weiß, dass wir den mal gefunden haben. Das ist doch der Krater, oder? Ist das hier der Krater von Ymir? Delling Krater. Da waren auch so große Kristalle, erinnere ich mich. Ja, ja, irgendwas habe ich da auch so. Also, wie kommt man denn da am besten hin? Wo liegt das denn überhaupt? Delling Krater, das ist da oben. Das heißt, wir nehmen die nördliche Route. Gibt es da irgendwie einen Pferdetyp? Dillingstadt. Wenn wir Dillingstadt oder so finden, dann nehmen wir das. Ansonsten nehmen wir... Bjarken und laufen von da. Okay... Häng dich mal an mich ran, falls es nun... Hast du schon, okay. Dann gehen wir mal auf zum Pferdefritzen. Und guck mal, welche Routen der uns so anbieten kann. Bjarken, das liegt meiner Meinung nach am nächsten. Wollen wir den nehmen? Jo. Lass uns nicht lange warten, wir reisen jetzt nach Bjarken. Du bist auch auf dem Pferd jetzt, nehme ich an. Ja, noch nicht. Noch nicht? Ja, macht ja nichts. Ja, ja, ich komme aber sofort. Wenn das der richtige Krater ist, aber so viele Krater wird es hier nicht geben. Ah, jetzt reitet er los. Durch Nacht und Wind. Ah, er hat ein bisschen gezögert und stand so auf der Stelle. Aber es lag wahrscheinlich daran, weil Brause stand auf seinem Rücken und er wollte es vielleicht nicht laufen, das Pferd. Keine Ahnung. Also hier die Questbeschreibung, die ich mir ausgedruckt habe, fängt so an. Got quest, had to speak to Yakir in Bjarken.
Yakin tells me a rather long, interesting story of shamans and the troll fathers. Yakir then sent me to Delling, the caldera, specifically with a gem pendant. Ich bin jetzt gerade durch die durchgeritten. Ja, das war mein Leckschatten. Also entweder haben die Quest hier ein bisschen anders, als sie da drauf steht. Wir können ja mal, wir reisen ja auch nach Jaken, ob wir da auch irgendeinen Jack hier finden und mit dem labern müssen. Weil wir wurden ja direkt zum Krater hingeschickt. So, dann geht das hier noch weiter, aber ich denke mal, das wird erst interessant, wenn wir das erste Rätsel lösen können, nämlich wo müssen wir wirklich hin? Du bist bis nach Bjarken geritten? Ich reite bis nach Bjarken durch. Ich springe auch nicht vom Pferd ab, weil wir ja sowieso in die Stadt rein wollen und mal gucken, ob wir diesen Jakir oder Jakin, da war sich der Autor dieser Beschreibung wohl auch nicht so sicher. Jakir oder Jarkün? Also ich erinnere mich noch dunkel, dass man in Hibernia immer zu so einem Baum hinrennen musste, den Baum killen und dann lief man irgendwie zurück und dann wurde man irgendwie geportet und dann musste man nochmal irgendwo hin und dann ging es wieder von vorne los. Ganz dunkel erinnere ich mich. Ganz dunkel. So, kann ich denn hier schon irgendwie so einen Jakine-Typen sehen? Du nicht, du bist der Pferdemensch. Du sowieso nicht. Da hinterm Haus wird da wohl nicht stehen. Ingwild. Hier gibt es auch nochmal eine Quest. Ach, da ist Jaklür. Der will aber nichts von uns. Hat nichts mit uns zu tun. Was willst du? I need your service for retrieve a map. Ach, können wir auch mal annehmen. Machen wir halt mal Quests. Hidden Map Quest. Klingt doch super. Nimm mal von der Trollin auch die Quest an. Map Quest. Ja, ja. 5 Warrior Rimthursa in Dellingkrater. Da müssen wir sowieso hin. Ich habe hier auch noch eine Quest bei mir im Journal. Black Black. Ja, das ist unser Lecherus Gress, der gute alte Freund. Der in Darkness Falls auf uns wartet. Oh Gott. Dann, du bist dran. Jawohl. Ich laufe hier nochmal eine so kleine Runde, ob noch jemand eine Quest hat, wo wir schon mal hier sind. Das sieht aber nicht danach aus. Dann müssen wir nach Osten. Und gar nicht so weit von unserem geliebten Trollheim entfernt. Ne? Ja, das liegt quasi direkt um die Ecke. Da wollen wir auch noch mal hin, um die ganzen Wege auszukundschaften, die es da gibt. Aber es ist nicht ganz harmlos, wie wir lernen mussten. Ja, wir sind ja jetzt ein bisschen stabilisiert worden. Ja, wir haben jetzt beim Ausbilder unsere Fähigkeiten etwas ausbauen können, das stimmt. Wie viel das ausmacht, weiß ich aber nicht. Drecksvieh. Oh,
auch brausig. Hätte ich dich fast verloren. Ja, wir waren ja gebremst durch den Eisbuster da. Ja. Und dann kamst du eben eine Sekunde eher raus aus dem... Guck mal, ob man hier rüberkommt. Nein. Doch. Nein. Nein, kommt man nicht rüber. Schade. Hier ist die Passage. Aha. Denke ich mal. Wir sind hier schon mal hergelaufen. Kommt mir alles bekannt vor. Wir haben ja mal so einen Rundgang hier gemacht über die ganze Insel. Greifengleiter. Ach, der ist sogar freundlich. Na dann. Wenn wir gleich vor Ort sind, kannst du ja nochmal die Resi-Buffs neu machen. Die sind gerade abgelaufen. Das sind die Familien-Buffs, ne? Genau, die Gruppen-Buffs. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht in die falsche Richtung laufe. Wir müssen ja nach Osten rüber. Boah, hohohoho. Das hier so seine Richtigkeit hat. Wir sind zu weit nach Süden gekommen. So, da ist es jetzt. Genau. Ah, da ist er. Der Linkrater. Und im Krater suchen wir irgendwie den ancestralen Wächter oder so. Und außerdem noch 5 von den Warrior-Typen. Hier war es aber auch nicht ganz harmlos, erinnere ich mich. Naja, wir sind ja da irgendwo so abgerutscht oder abgestürzt. Ja, halb fielen wir, halt zog es uns hin. So, jetzt erstmal orientieren. Ja, ich löse mal das Zicken, ne? Ist, glaube ich, besser, sonst lecke ich dich gleich hier in den Abgrund. Da war diese Leiter, genau. Kann man aber einfach laufen geradeaus, das geht auch. Leichten Fallschaden, den müsste man dann nochmal wegheilen. Ich glaube, kannst du Gruppenheilung machen. Haben wir alle was abbekommen. Ganz schön Fallschaden. Naja, sind ja auch 15 Meter runtergehüpft. So, kann man denn jetzt hier schon rot, orange. Die sind aber weder Warrior noch ancestrale Guardians. Die Grünen, die sollen mich jetzt erstmal nicht so irritieren. Jetzt, ja, hier kann man auch runterspringen. Da, wo die Leiter ist? Ja, genau, einfach. Man kann auch die Leiter ordentlich runtergehen, aber man kann es auch lassen. Oh, Basalt, ist ja ein bisschen...
Haus ist ja ein bisschen schwach. Ja, drück mal ruhig öfter drauf. Also du musst nicht nur einmal den Heilknopf drücken und dann gucken, was passiert, sondern... Du siehst ja, eine Heilung, das macht 5% oder so. Das heißt, wenn wir halb tot sind, kannst du quasi 10-mal draufdrücken. Damit nicht so umschleudern. Wir sind ja nicht im Kampf, das heißt, wir regenerieren auch relativ schnell wieder. Basaltgolem, ich fange an, mir Sorgen zu machen, ob wir hier am richtigen Ort sind. Weil ich habe bisher noch gar keinen gesehen, der auch irgendwie in die Beschreibung passt. Ich mach nochmal auf. Ancestral Secrets. Go into the Crater of Ymir. Ja, ist das jetzt hier der Krater von Ymir oder gibt es denn noch einen Krater? Hier gibt es keinen Krater. Hier steht Delling-Krater. Auf der kleinen Karte. Ich weiß, das ist der Delling-Krater. Aber so heißt die ganze Karte. Vielleicht heißt der Krater ja Krater von Ymir. Oder es gibt noch irgendwo einen Krater. Deswegen gucke ich gerade hier mal alle Aegir-Karten durch. Aber da ist nichts Kraterähnliches zu sehen. Das heißt, wir sind meiner Meinung nach auch richtig. In der Beschreibung stand ja auch irgendwas vom Kristall. Bla bla bla. Bla bla bla. Er ist ja eigentlich ziemlich groß, ne? Aber man sieht das hier auf der. Angeblich bekommt man auch irgendwie eine Halskette oder sowas. Aber ich habe hier keine Halskette bekommen. Oh, jetzt haben wir einmal hier Freundschaft geschlossen. Keine Sorge, Brause, den habe ich. Nein, das sind ja gelbe, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Die wirst du auch schon da unter Kontrolle bringen. Wohl, das ist Vertrauen. Du sollst ja den aber keine Liedchen vorspielen. Ich bin Skalde und ich spiele den Liedchen vor. Ich singe. Also. Ich würde auch tanzen, wenn es ging. Im Kampf gehst aber nicht so ganz gut. Sollen wir uns denn mal irgendwo an seinem Rand entlang arbeiten, ja, statt quer drüber? Am Rand ist vielleicht etwas besser. Weiß ich nicht, aber manchmal. So ein oder anderen gelben, der da oder so ein Ora, der im Weg steht, den könnte man ja. Ja, klar, die kann man alle umhauen, wenn sie. Aber die halten uns nur auf, ne? Im Prinzip halten die uns nur auf. Wow. Aufpassen, wenn man hier hinläuft. Da gehe ich dann doch lieber hier durch. Da war so ein Nebel da, diese Wölkchen, die sahen nicht so. Ja, die sind nämlich auch aggressiv. Guck mal, da ist ja in der Mitte des Kraters, ist ja quasi nochmal so ein kleiner Vulkan. So, komme ich hier vorbei oder gibt das Ärger? Da kommt man vorbei. Ey, ich habe hier ein bisschen Ärger. Du hast ein bisschen Ärger, komm zu mir. Links von dir, du hast ganz viel Ärger und ich habe jetzt auch Ärger. So, nehmen wir erstmal den hier. Stehen bleiben. So. Den gelben. Alle einmal hauen. Ah,
Also, ich habe jetzt von allen die Agro, glaube ich. Du kannst heilen. Okay. Situation gelöst. Kurz hinsetzen. Hansi, wenn Mana wieder Ecke. Aufladen. Wäre eine gute Ecke zum Sitzen hier? Nö, aber eine bessere gibt's hier nicht. Also setz dich. Das da hinten sind auch alles nicht die Sorte, die wir suchen. Also diesen großen Krater, Vulkan in der Mitte. Den würde ich mir gerne mal anschauen. Das ist der, der direkt in Sichtrichtung ist? Jo. Gegebenenfalls müssen wir uns da irgendwo den Weg freikämpfen. Ich laufe außenrum weiter. Oh, da sind Skelette. Lauf, du hast einen am Halse. Na, vielleicht werden wir ihn wieder los. Das sind auch alles die falschen. Das ist alles nicht so das Wahre hier. Nee, da will ich nicht lang. So, hier kommen wir vielleicht an den Krater ran. Den Krater im Krater. Okay. Also das war in Hibernia doch deutlich einfacher. Da konnte man einfach durch den Wall laufen zum Spot hin, den Kerl eben umhauen und dann war gut. Oh Mann, was ist denn das da? Kommt man da überhaupt rein? Aber da ist auch nichts drin. Da ist auch gar nichts drin. Jetzt bin ich ja doch ein bisschen verwirrt. Um das mal so zu sagen. Wenn wir vielleicht auf diese Holzkonstruktion da raufkommen, haben wir nochmal einen besseren Überblick. Komm mal her, Zikade, du willst es doch sowieso. Oder auch nicht. Caldera Lords. Ja. Aber das sind alles andere. Wie heißen die denn? Ne, das war ja der Ancestral Guard. Indeling Krater. Fünf Warrior. Him Thursa. Nahe dem Tuskaran Gletscher. Tuskaran Gletscher, das ist hier. Das ist da mehr so da. Kann ich denn hier irgendwo noch einen Krater erkennen auf der Karte? Nö. Das ist der einzige Krater. Krater. Hier ist ja auch ein Dungeon, der Eingang zu einem Dungeon. Vielleicht ist es in einem Dungeon. Ich kann es nicht ausschließen, aber ich glaube nicht wirklich daran. Kommt man hier durch, ohne dass man sich ganz viele neue Freunde macht? Da kommt schon einer. Ah, den habe ich auch gerufen.
Okay. Wenn man jetzt hier genau durch die Mitte geht, vielleicht passt es ja. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Dann kommt man hier an die Leiter ran. Vielleicht sind wir schon dreimal an den Typen vorbeigelaufen und die schreien gerade alle immer, da ist er doch, bist du blind? Warum siehst du den nicht? Den sieht doch jeder. Den sieht meine Urgroßmutter. Nee, meine stille Hoffnung, dass hier vielleicht oben noch irgendwelche Mobs stehen, hat sich auch nicht erfüllt. Ansonsten sehe ich hier nur diese Golems und dergleichen mehr. Ich hab ne. Du hast ne. Genau in die Richtung, die ich gucke, ja. Zwischen den drei. Ah, Tatsache. Super gemacht, Brause. Top. Okay. Ich würde mal sagen, wir machen Folgendes. Das ist ein Pink, ein Lilaner, ne? Das ist ein Lilaner. Da darf uns kein anderer in der Quere kommen. Wir müssen wieder, lass uns die Leiter vorsichtig runtergehen. Okay, das funktioniert nicht. Hast du schon Ärger? Nee, Ärger nicht, nur Fallschaden. Meine, da musst du springen und heilen, anders geht's nicht. Ja, ich komme hier gar nicht gesprungen. Spring neben deinen Leiter runter, wenn das mit der Leiter nicht klappt. Oder geh die Leiter runter, wenn du es hinbekommst. Ich hab's nicht hinbekommen. Wo bist du denn jetzt? Bist du immer noch... Ach, da. Jetzt bin ich okay, unten. Dann heil uns nochmal hoch. Regeneriere nochmal Mana. Ich stell dann da vorne ein Lagerfeuer auf und dann pullen wir den Typen ran. Der ist lila. Kann also sein, dass das interessant wird. Dass das in der Hose wieder geht. So. Hast du noch viel Mana? Ja, nicht mehr sehr viel. Okay, ich mache Feuerchen an. Guck mal erstmal, dass du dich auflädst. Ja. Und dann pull. Soll ich hier stehen bleiben, oder? Ja. Wir kämpfen am Feuer. Achtung! Da ist er. Mach nicht zu viel Aua auf ihn drauf, weil... Naja. Aber der geht gut runter. Der geht gut runter. Ich glaube, der ist nicht halb so gefährlich, wie er aussieht. Er hat ja auch nicht so viele Sterne da hinter seinem Namen stehen, ne? Nur drei. Das ist, das heißt lila. Das ist nur für Leute mit Farbsehschwächen. Also. So. Okay, ne? Ich, ja, go back to Ota Yuling. Jetzt immer müssen wir die Fahrt da wieder hoch, ne? Ja, aber nicht die. Die war gefährlich. Da sind wir beim letzten Mal her, erinnere ich mich. Und da oben hatten wir Schwierigkeiten. Lass uns die nehmen, von der wir gekommen sind. So. Aber dafür ist das da hinkommen etwas schwieriger, ne? Muss nicht sein. Ich frage mich nur, wo ist denn die Stelle, an der man jetzt hier irgendwo hingeportet wird und... War da nicht was, dass man irgendwie so eine Halskette hatte und die hat man genommen und dann wurde man teleportiert oder so? Oder haben sie die Quest hier auf diesem Server sowieso ganz anders gemacht? Hey, warum komme ich denn hier nicht hoch? Mit Springen vielleicht? Ah, du musst quasi ein bisschen höher springen, sonst will er nicht hoch. Ja, mit Anlauf kurz vor der Leiter springen und dann... Ja, habe ich ja gerade versucht.
Mal hat es geklappt. Jawohl. Ich glaube, die hier funktioniert besser. Nein, die funktioniert auch nicht besser. Also gleiche Vorgehensweise. Weil da immer so ein Brett rausgebrochen ist, wa? Ja, das wird der Grund sein. So, und an dieser Stelle machen wir dann mal einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und Cut.